Moin moin zusammen, wir sind wieder in 7 Days to Die. Ich befinde mich noch hier in der großen Stadt. Hat meine letzte Folge ja aufgehört. Ich werde mal ein, zwei Autos noch looten. Und ja, eigentlich dachte ich mir, ich laufe dann, bevor es dunkel wird, zurück. Das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das sich zeitlich ausgeht. Entweder gucke ich mir jetzt hier ein bisschen was an. Ah, ey, diese Hornissen gehen mir so auf den Senkel. Da drüben gehen wir jetzt rein. Also, ich hatte eben eine kurze Pause gemacht, als ich mich ausgeloggt hatte. Komm jetzt, bleib hier. Oh, ey, blödes Viech. Na super, gleich zwei. Komm. Na, so nicht. Nein, ey, das kann man nicht angeln. Jetzt habe ich hier drei Stück am Arsch. Leckt mich doch. Oh, das ist nichts für mich. Das sehe ich schon. Ey, tot durch Hornisse. Scheiße, es ist schon wieder drei, immer noch drei oder schon wieder? Das geht nicht gut aus. Das gibt's nicht, ich krieg diese Scheißviecher nicht. Oh, ist das übel. Ich habe da gerade echt ein massives Problem mit. Oh, jetzt habe ich alles angelockt. Ist ja auch klar, ey, an jeder Hausecke Krach gemacht. Eieiei, Mann, echt wilder Klassiker. Na, nicht noch eine, komm. Leck mich ja noch. So, ich gehe mal eben nebenan rein. Ist jetzt ja auch schwierig geworden. Ausdauer her. Du Schande. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Ausgang. Hunde? Spucker? Vielleicht noch? Bei meinem Glück? Kann das schon sein? Mann, oh Mann. Nicht gut. Okay, eigentlich wollte ich in das Gebäude daneben an mal rein. Das ist doch. Lass dich bloß in Ruhe, da. Ich möchte mal gucken, was das für ein Gebäude ist. Das ist doch die Polizeistation, oder nicht? Oder ist das... ich glaube, das ist eine Polizeistation. Und mit ein bisschen Glück, da hinten rennt der Hund rum. Auch da gucken wir mal rein hier. Ja, 16:05 Uhr. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt noch im Hellen nach Hause schaffe. Deshalb war ich echt am Überlegen, ob ich mich hier einquartiere. Mich jetzt hier einzuquartieren über Nacht kann ich machen, aber ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht so viel machen. Dann.
Oh, shit. Das gefällt mir alles gar nicht. Na, komm hier, nur Papier. So ein Krams brauche ich nicht. Nein, wenn, dann nehme ich Lebensmittel mit. Ich muss jetzt mal anfangen ein bisschen zu... Aber keinen Katzenfutter. Das bringt mir auch nicht so viel. Maissamen, das ist doch gut. Und Viertleser, auch sehr gut. So langsam habe ich den Verdacht, ich hätte vielleicht doch erstmal... Ich nehme mal so einen Painkiller. Ich hätte vielleicht doch erstmal das machen sollen, was ich gesagt habe, nämlich was ich ursprünglich vorhatte. Ah, nicht gut, nicht gut. Ich gehe hier mal raus gleich. Man kommt hier nirgends so mehr rein, es ist alles verbarrikadiert. Ja, ich weiß, dass ich es kaputt hauen kann. Aber da fehlt mir jetzt offen gestanden echt ein wenig die Ruhe zu. Ein Repair-Tool. Oh, das ist gut. Dann schmeißen wir die Dose weg. Ein Repair-Tool ist eine gute Sache. Und das letzte Mal, als ich hier war, war hier offen. Und hinten war eine rote Blume mit einem Fass drauf. Und wer es nicht verstanden hat, kann sich mal meine 1000 Abonnenten Spezialfolge angucken. Alles dicht gemacht hier. Die Schweine. Ja, die haben ja schon gesagt, die guten Sachen sind geschützt, ne? Nee. Nee, fehlt mir jetzt die Nerven zu und... Fehlen mir jetzt wirklich die Nerven zu und auch, glaube ich, das Equipment. Er hat ja gesagt, die Big Town for big guys with big guns. Und mir fehlen die Big Guns. Und überhaupt das Equipment. Und deshalb mache ich mich wieder vom Acker. Trinken wir nochmal einen Tee. Falsche Richtung. Und dann biegen wir hier ab. Das ist die falsche Richtung. Ja, Stoff können wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie geht's euch so mit dieser Stadt? Wir waren ein bisschen, was haben wir jetzt ja gesehen? Hier jetzt noch nicht so viel, aber ihr habt das ja vielleicht auch im Livestream verfolgt. Ich habe übrigens gestreamt am Samstag das erste Mal zusammen mit Minias, mit meiner Mini-DSL-Leitung. Und hat erstaunlich gut funktioniert. Also halt nicht so ein kleines Bild, aber ich glaube, das hat so technisch ganz gut funktioniert. Hat jetzt für Ingame dadurch echte Lags. War mir dann aber auch egal. Irgendwo Ausdauer schon wieder weg. Und ich habe schon wieder eine Hornisse am Arsch. Naja, jedenfalls, da habt ihr schon ein bisschen mehr von der Stadt gesehen. Eigentlich waren wir den ganzen Abend ja in dieser. Ich habe die aber getroffen. Komm. So nicht. Aber den Honig nehme ich gerne mit. Allein für die Ausdauer ist der gut. Ja, die kriege ich eh nicht da oben. Zumindest will ich nicht so lange warten, bis sie bei mir ist. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Können wir kurz gucken und hier tauchen. Nee, ich sehe auch gerade kein Clay, aber wenn ihr hier eine orange Stelle seht im Wasser, dann ist das Clay. So, wir nehmen nochmal ein paar Teepflanzen mit auf. Okay, Sand haben wir uns jetzt ja nicht. Ich wollte hier die Gläser nachfüllen, aber okay. Ich trinke bestimmt noch einen Teelass aus und ich komme bestimmt auch nochmal an einem See vorbei. 53 Pfeile, 9 Holz.
Ist das ein neuer See oder waren wir da schon? Also jedenfalls könnt ihr mir mal reinschreiben, wie findet ihr die große Stadt? Ich finde sie optisch halt nicht ganz so toll. Das ist halt wie Gravetown. Aber ich habe Gravetown auch schon nicht so toll, also gefunden. Ich fand die ist viel schöner. Jetzt ist es natürlich irgendwie stimmig, ne? Es gibt eine große zentrale Stadt in Apokalypse. Das ist kann dann, weiß nicht, hier, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, euer Heimatort sein oder so. Da ist natürlich alles zerstört. Nuklearexplosion kam ja irgendwo und wir wissen ja nicht, wie viele Jahre das her ist. Das kann ja schon alles verfallen und verwittert sein. Und umzu hat sich halt die Natur generiert. Das passt schon. Also, das finde ich schon ganz richtig. Aber mir fehlen trotzdem so ein paar andere. Ich mochte die kleinen Städtchen, die es da mal so gab. Oder Städtchen waren es ja nicht, aber mal halt eben so drei, vier andere Häuser, die jetzt irgendwo stehen. Ich habe die Hornisse immer noch im Ohr, ne? Nur 15. Ich überlege gerade, ob das eng werden könnte mit der Zeit. Gucken wir mal, das ist ein. Ah, ein anderer See. Ich müsste hier hin. Okay. Ich würde sagen, laufen wir mal hier so einen Bogen. Oh. Da rennen ja schon zwei rum. Zwei Zombies. Ich hoffe, das wird jetzt so eine Art Bogen. Ah, Federn, ja, das ist gut. Ach, Eier wollte ich mitnehmen. Guck mal hier. Nicht richtig gesteckt. Und zur Not würde ich Baumwolle wegschmeißen. Aber den Tee nehme ich auf jeden Fall mit. Hat mich was bemerkt hier? Oh, da hängt ein Dicker am Hang. Ich glaube, ich würde ganz gerne in dieses Waldbiom. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das mit den Grillen halt. Ich bin in die komplett falsch. Eigentlich, ich wollte hier entlang laufen. Warum gelingt mir das denn nicht? Nach Südosten müsste ich. Ja, dann brauche ich doch nur mal auf den Kompass zu achten. Ich wollte sagen, weil das Ding kenne ich doch schon. Nee, brauche ich nicht. Ich möchte einfach gucken, was hier so ist. Aber das ist mir hier viel zu hügelig. Das sieht toll aus. Aber ich glaube nicht, dass ich hier die Sachen finden werde, die ich möchte. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt habe ich irgendwie auch wieder einen Zombie am Arsch. Das ist mir egal, ob ich mich sick fühle. Ich habe ja Tee in der Tasche. Ich dachte mir, vielleicht muss ich den ja nicht nehmen. Das werde ich jetzt aber immer so machen. Jetzt brauche ich aber Tee für die Ausdauer, weil die geht gerade rapide runter. So. Ich möchte eigentlich in dieses andere Biom. Ich glaube, das ist flacher und da habe ich die ganzen Seen. Ey, guck mal, wie willst du denn hier ein großes Haus bauen? Ich meine, es wird doch schwierig, hier überhaupt eine gerade Fläche zu finden. Das ist so eine Sache. Wo laufe ich denn hin? Okay, dann laufen wir jetzt genau mal Richtung Haus. Und dann kommt das mit der Uhrzeit auch ganz gut hin. Und vielleicht kann ich ja noch. Shit. Ne, das ist so nix. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich auch lieber ein Schwein noch erschießen. Komm, wie willst du denn hier ein Haus bauen? Ich meine, ich finde, es sieht toll aus. Echt toll, zum Wandern, super. Zum Wohnen, na, schwieriger. Wo ist jetzt mein Haus da?
Deshalb muss ich mal wahrscheinlich das andere Biom aufsuchen. Das heißt, ich muss es erstmal finden, wo es ist. Ja, Mädchen, ein Spider-Zombie hängt da auch rum. Ist ja gut. Ich jetzt weit oder? Achso, das sind die beiden kleinen Seen. Dann bin ich ja gleich zu Hause. Habe ich nicht genau getroffen, was? Mädchen. Ach komm. Diese Bleigewichte finde ich so albern, denn die sind so winzig. Die kannst du, glaube ich, nicht mal umwandeln in irgendwas anderes. Ja, da rennt ein Hirsch, habe ich gesehen, aber. Nee. Wird mir jetzt gerade zu spät. Sonnenuntergang sieht wieder toll aus. Stellen wir uns doch hier rauf. Und machen mal ein schickes Foto. Was ist das denn da unten? Ich werde verrückt. Da ist ein Haus. Baut sich noch nicht so gut auf. Ja, super. 1A. Das finde ich ja top. Da wollte man nur mal eben kurz gucken, was man hier so Schönes noch machen kann. Und dann findet man zufällig, oder eigentlich wollte ich nur einen schönen Screenshot haben fürs Thumbnail, und dann findet man zufällig da drüben an das Haus. Das ist ja mal geil. Ja, da gehen wir doch in der nächsten Folge auf jeden Fall rüber. Und das meine ich damit, man findet echt selten Sachen, aber woher will man wissen, dass hier nicht hinter der nächsten Ecke irgendwas steht? Ich muss mal gucken, ob ich die Sichtweite nicht weiter einschalten kann, weil das hätte ich jetzt ja fast verpasst. Okay. Da gehe ich am nächsten Tag hin, da vorne rennt ein Zombie entlang, den möchte ich mal eben kurz nochmal killen. Danke. Ich höre da noch irgendwo ein. Na, da drüben lungen zwei rum. Der ist weg. Der ist nicht weg. Komm jetzt aber. Ich habe jetzt ja den Ingame-Ton leiser gedreht. Ich habe aber das Gefühl, ich höre irgendwo was. Es macht dann ja wuschig, wenn man immer mal Sachen hört, die man nicht sehen kann. Da dachte ich mir. Gottes Willen. Eine Horde. Ich bin froh, dass ich gerade am Berg bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich gerade echt froh drüber. Okay, dann mache ich davon nochmal ein Thumbnail. Und die lasse ich da unten auch in Ruhe. Aber kleiner geworden sind die nicht wirklich, oder? Wie seht ihr das? Ich meine, das ist doch eindrucksvoll schon. Das ist nur normale Hordengröße. Von wegen, die Horden sind kleiner geworden. Ich bin echt froh, dass ich hier am Berg bin. Ich glaube nämlich nicht, dass hier oben welche drüber laufen. Naja, okay, wenn ich mir das so angucke, rennen die da schon schnurstracks da am Berg hoch. Und da oben drüber. Und normalerweise gehen die ja auf die Stelle, wo ein Spieler war, in dem Augenblick, wo sie gespawnt sind. Alles klar. Bin ich denn da? Da bin ich rübergekommen, ne? Also nicht da über die Kuppe, aber ich stand wahrscheinlich dahinter, als die Horde gerade gespawnt ist. Und dann rennen die da auch hin. Alles klar. Die rennen immer noch nicht schnell, stelle ich fest.
Warum rennen die denn noch nicht schnell? Ist doch jetzt 21 Uhr. Ja, okay, mir soll es recht sein. Dann gehe ich mal hier rein und werde in der Nacht wohl noch ein bisschen was craften, sortieren etc. Ich glaube, das nehme ich erstmal nicht mit auf. Das mache ich so für mich im Stillen. Das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Tagen wieder, weil ich definitiv dann beim nächsten Tageslicht rübergehe in dieses andere Haus. Aber todsicher will ich das machen. Das muss ich mir angucken. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, vielleicht ist es so ein sicherer Unterschlupfsort. Wobei ich den hier gar nicht so schlecht finde. Ei, ich habe das Wasser nicht nachgefüllt. Wusste ich doch, dass ich was vergessen habe. Okay, egal. Das holen wir dann halt demnächst schnellstmöglich nach. Und ja, ansonsten schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch andere Städte fehlen oder ob ihr irgendein Schema gefunden habt, wo man andere Häuser findet, ob die häufig an Straßen sind oder ob das komplett random ist, wie da eure Erfahrungen mit sind. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das hilft mir im Endeffekt ja auch, wenn ich da vielleicht ein paar schöne Bauplätze finde. Und wie gesagt, halt mehr zufällig finden. Deshalb habe ich ja den Namen der Map jetzt nicht genannt. Sonst würdet ihr womöglich alles abgrasen für mich und nachgucken. Das möchte ich dann aber auch nicht. Okay, doki. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und ja, bis bald. Tschüss.